Wir haben in den letzten Wochen unsere erste Turniererfahrung gemacht und heute stellen wir uns die Frage, ruinieren Turniere unser Hobby oder sind sie das Geilste, was uns hier passiert ist? Wenn ihr Paintomancy unterstützen wollt und gleichzeitig eure Malskills verbessern möchtet, schaut doch mal auf unserem Patreon vorbei. Dort gibt es monatlich 2 Videotutorials, wo ich euch uncut, Pinselstrich für Pinselstrich zeige, wie ihr die verschiedensten Sachen bemalen könnt. Und für die, die lieber etwas zum Nachschlagen haben wollen, gibt es zusätzlich noch 2 PDF-Tutorials im Monat. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen zum nächsten Talk. Heute geht es um Turniere. Alles rund um Competitive. Aber bevor wir über Turniere reden, wie geht's euch? Was habt ihr in den letzten Wochen so hobbymäßig erlebt? Ich habe das Schlimmste über. Also ja, absolute Hobby-Odyssee eigentlich. Also war quasi eine Geburt. Ne? Bei Geburt sagt man ja auch immer, wenn es vorbei ist, dann ist alles gut. Ne? Mhm. Und genau das Gleiche habe ich quasi auch mit meinen Eltern, weil ich ja jetzt fürs erste Turnier so ultra viel gemalt habe. Jetzt gerade bin ich dabei fürs zweite Turnier, wofür wir uns angemeldet haben. 23 Ranger und noch ganz viele andere Sachen zu bemalen. Und die müssen alle noch in 3 Tagen jetzt fertig werden. Aber ja, ich bin motiviert, aber auch gleichzeitig bin ich einfach komplett einfach nur so. Aber bist du jetzt quasi mitten in den Wehen oder wirst du das Ganze irgendwann im Kaiserschnitt lösen? Was wäre der Kaiserschnitt? Ja, so eine Nachtaktion, glaube ich. Ach so. So einmal zack und dann so einmal scheiße, aber dann ist er raus. Ach so. Nee, ich glaube. Keine Ahnung von Geburt. Nee, ich glaube, ich werde es auf jeden Fall. Also ich kämpfe mich da jetzt durch. Ich mache heute noch ein bisschen was, mache ich morgen noch was, dann mache ich übermorgen noch was und dann werde ich wahrscheinlich absolut Panik schieben. Und kennt ihr das, wenn ihr so richtig Stress habt und ihr seid einfach nur so und es ist alles so. So viel, ne? Und so werde ich mich fühlen und dann werde ich Freitag wahrscheinlich noch welcher wir sterben. Und dann Samstag gehe ich aufs Turnier. Solange es keine Wassergeburt wird. Ich wollte gerade sagen, es ist eine Wannengeburt. Ja, bei mir geht ganz schön viel Chaos Knight Action. Ich habe letzten Monat Chaos Knights bemalt. Ich bin gerade Chaos Knights am Bemalen. Die werden aber heute fertig. Das heißt, ich habe dann easy noch die 3 Tage bis zum Turnier und ich bin einfach schon fertig mit dem Chaos Knights, ne? Also relativ entspannt. Ja, mal gucken, was dann danach kommt. Ob noch mal ein paar Chaos Knights da hinterherkommen oder ob ich dann was anderes mache. Aber ja, bei mir ist es ganz schön chaotisch momentan. Wie sieht's bei dir aus, Ruben? Ich bin in so einem Hobby-Limbo, ne? Weil ich habe jetzt so ein sehr gesplittetes Monatsziel. Wer den Monatsmaler gesehen hat, der weiß Bescheid. Und so, also, ja, Chaos Bracewind stehen so vor der Tür. Jeans-Stealer sind so kurz davor, dass ich so meinen Pile of Shame so mehr oder weniger abgebaut habe. Dann sind da noch so ein paar Reste da. Aber jetzt neidisch, ne? Wo man sich dann irgendwie noch mal groß dran setzt. Das heißt, es wäre dann so, würde dann so da stehen. Und dann, ja, ich bin so ein bisschen, ich weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht mit den Chaos Space Marines, weil ja irgendwie noch gar nicht so richtig. Ja, die werden ja auch einfach schweineteuer wahrscheinlich, ne? Ja, das auch. Das ist wirklich das größte Problem. Also muss ich mir eigentlich ein sehr aufwendiges Farbschema überleben, damit ich mehr davon habe. Ach, was, wirst du sowieso die ganze Zeit trotzdem dran malen. Also, bist dann, ja. Also das ist dann so, das ist halt einfach so dieses typische, das tut einmal total weh und dann holt man sich so ab und zu mal was. Ich meine, überleg mal jetzt bei deinen Jeans-Dealer kalt, wie teuer die eigentlich sind. Das stimmt. Ja. Ne? Und da bist du ja jetzt auch nicht so, oh, da muss ich mir aber ein ganz aufwendiges Farbschema überlegen. Nee, das stimmt. Ja. Ja, dann hatten wir noch, wir hatten Strike Force. Das hat ja so unseren gesamten Monat eingenommen. Deswegen gab es auch so lange keinen Talk. Ja. Weil es ist ja jetzt schon echt eine Weile her, dass wir hier saßen. Ich glaube, fast einen Monat wahrscheinlich oder so. Boah, schon wieder? Ja. Oh, wow. Was war denn der letzte Talk überhaupt? Ich kann mich gar nicht. Das war Warhammer Fest. Das war Warhammer. Boah. Was? Ja. Nee. Ja. Okay, das ist wirklich lange her, ne? Ja. Ah, komplett aus der Übung jetzt, ne? Ja, wir waren die ganze Zeit an Strike Force dran. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut rein. Das ist das Aufwendigste, was wir jemals gemacht haben. Auf jeden Fall. Ich bin total stolz drauf. Also gerade, wie das geworden ist, richtig gut. Kann man jetzt irgendwie so sagen, hier oben oder so? Und du fügst dann diese Verlinkung ein oder wirst du es vergessen? Ja, ja, also es gibt das ja irgendwie, aber ich weiß nicht mehr, wie das ändern die ja dauernd, wie diese Verlinkungen funktieren. Ich glaube, im Moment gibt es nur so eine Infokarte über das gesamte Video, aber komm. Ja, ja. Die hauen wir rein. Irgendwo könnt ihr dann draufklicken und euch Strike Force angucken. Ist im Endeffekt ein Warhammer 40k Battle Report in 40 bis 60 Minuten. Das ist quasi, das wird das Format quasi werden. Genau. 2000 Punkte.
ihn hübsch und Farbe und bunt. Ja, hoffentlich. Unbemalt wäre doof. Ja. Apropos Warhammer 40k, bevor wir jetzt in Richtung Competitive gehen, ja. Es gab ja noch einen Leak. Und zwar Astra Militarum. Stimmt, zur News Section. Ja. Oh ja. Oh, können wir da auch noch kurz über Heresy reden? Können wir machen. Oh, René, muss ja, ja! René, hör einfach also, nicht auf. Ja, erstmal. Ich fange jetzt erstmal an mit dem, was ich heute gelesen habe. Ich wollte gerade reden und trinken und dann habe ich gemerkt, warte, das funktioniert gar nicht. Das ist mein Move. Ja, ja, weil dann breche ich ja einfach mitten beim Reden ab, indem ich mir ein Glas in die Fresse schiebe. Ne? Und zwar, die haben eine Roadmap für Heresy rausgebracht. Und die Demons of the Ruinstorm, das ist für dich relevant, Genie. Ja? Die kommen als PDF raus, erstmal. Ja, ist doch cool. Ist doch geil, du musst dir kein Buch kaufen. Ich mag aber einfach das Prinzip von Dämonen in Heresy nicht. Ja, aber das musst du jetzt, glaube ich, einmal erklären. Weil ja. Ich habe nie nachgefragt, weil ich immer so war, ich will nicht noch einen Dämonen-Rant hören. Ja, aber nee, was okay, ist na, mit Dämonen na, in Heresy? Ich will es wirklich nicht hören, weil das ist. Genie hat auch so eine ganz kontroverse Meinung. Nein, aber fass das mal so in drei Sätzen zusammen. Genau. Quasi Dämonen in Heresy haben nur Profile, aber diese Profile haben keine festen Modelle. Das heißt, es gibt einfach nur den niederen Dämon, den kannst du dann gewiss ausrüsten. Und dann gibt es mittlere Dämonen, die kannst du dann mit speziellen Sachen ausrüsten. Und große, die kannst du dann mit speziellen Sachen ausrüsten. Aber nichts hat ein vorgegebenes Modell. Das ist ein bisschen dann so wie Saga. Du kannst nehmen, was du willst. Und das finde ich irgendwie kacke. Ich finde das irgendwie geil. Also die Idee dahinter ist, ne? Deswegen, und viele finden das halt geil, die Idee ist, Dämonen sind ja in 40k noch längst noch nicht so kategorisiert wie in 40k. Das merkt man ja auch alleine in den Romanen, dass ja die Dämonen immer nur so von der Gestalt beschrieben werden. Mhm. Und wir als Leser, die 40k kennen, können das dann einklassifizieren als zum Beispiel rosa Horror wahrscheinlich. Ja. Ne? Und genauso funktioniert das in Heresy quasi auch. Du hast dann praktisch schon die Chaosgötter. Du kannst dann auch deine Dämonen den verschiedenen Chaosgöttern widmen und dann kriegen die auch einen Buff. Aber da steht halt nicht Dämon des Korn oder sowas, sondern Dämon der Entropie oder so. Und, ne, und dann wird einfach nur gesagt, dieser Dämon, um den herum blüht Leben, das sofort wieder zerfällt oder sowas. Ne? Und dann bastelst du dir halt, da hast du praktisch so ein bisschen wie in der vierten Edition von, da gab es ja bei den Space Marines zum Beispiel diese Rüstkammer, kennst du das noch? Mhm. Und da hast du dann halt auch so eine Page und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, die kriegen alle Hörner, mit denen die schießen können und dann kriegen die noch extra scharfe Klauen, dass sie im Nahkampf DS3 haben oder so. Extra spicy. Extra spicy. Und dann kannst du halt so deine Dämonen zusammenbasteln. Und dann gibt es dann halt auch Dämonen Brutes und die haben dann 50mm Bases und so weiter. Ich finde das cool, weil ich hätte super gerne auch so Underlined Dämonen, die einfach so... Du kannst sogar Malai spielen. Es gibt sogar Dämonen des... Oder heißt der Malai? Ja, Malai. Ja. Was ich halt daran halt nicht toll finde, ist, ich finde es halt... Du hast dadurch überhaupt keine Lesbarkeit in deiner Armee. Also im Endeffekt, ja, für dich als Dämonenspieler kann es vielleicht egal sein, aber wenn du dann als Gegner dagegen spielst, so, der hat dann die Warhammer-Modelle, ne? Und dann benutzt er halt rosa Horror-Modelle und du weißt so, ja, okay, rosa Horror-Modelle machen halt so circa das und das, aber die machen halt was komplett anderes, weil der sich da irgendwas gebastelt hat. Und da, also diese Armee ist halt einfach nicht lesbar, weder für dich noch für den Gegner, weil du halt einfach keine, du hast halt keinerlei Vorgaben und das finde ich halt irgendwie zu schwammig und für ein System, was halt eigentlich immer klar hat, hey, das Modell ist dieses Profil, finde ich das einfach zu undurchsichtig. Aber es passt irgendwie zu den Büchern. Ja, ja, also weil, genau. Und ich mag das total gerne in den Heresy-Büchern, wie die Dämonen da sind, weil die so einfach nur so... Es ist cool umgesetzt und von der Idee her ist es cool, aber ich glaube, dass es halt einfach nicht sinnvoll im Spiel ist. Ja, aber ich glaube, man muss mal damit spielen, man muss mal gucken und so, weil ich finde das auch gar nicht so schlecht, wenn es quasi... Also, weil man muss ja auch jetzt sich ein bisschen davon lösen, weil Heresy ist ja wirklich das... Die 180-Grad-Wendung, die andere Seite des Medaillons der 9. Edition. Ja, gut. Ne? Und Heresy, da geht es ja wirklich einfach nur ums Daddeln. Ne? So Competitive Play in Heresy kann ich mir irgendwie ein bisschen schlecht vorstellen. So. Vielleicht ist es auch ein Riesending und ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Aber da passt das doch auch, wenn du so gegen Dämonen spielst und die sind so unlesbar für dich. Weil für die Leute damals waren die ja auch so unlesbar. Ja. Und dann ist einfach nur dieser große Blablabla und dann ist dann halt so, und dann sagst du halt, der hat halt rasenden Angriff und keine Ahnung, 4 Attacken. Weil der 3 Arme habe ich dem zusätzlich gekauft oder so.
Aber gibt's noch was zu Heresy? Ja, genau. Du warst so heiß drauf. Ja, ich war super heiß drauf, jetzt sind wir wieder total abgeschweift. Nee, es gibt noch, es gibt halt diese Roadmap. Dann haben die erstmal gezeigt, jeden Monat bis November werden neue Modelle, kommt jeden Monat kommen neue Modelle. Mhm. Ne? Das ist schon mal krass, finde ich. Ne? Aber das kann auch wiederum sein, so ein Upgrade. Ja. Ne? Das kann, also, ne, aber, ein Petra oder keine Ahnung. Genau, ne? Aber es sollen jeden Monat neue Modelle kommen. Es kommt im Oktober, ist auch wieder für dich relevant, kommt dann das Buch, wo Custodes drin sind. Oh, da freue ich mich drauf. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. So, und Mechanicum kommt auch schon. Und ich finde das halt einfach so geil, dass die so eine ziemlich genaue Roadmap gemacht haben mit, hey, dann kommt das und so. Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn vor 5 Jahren ein Heresy Rework gekommen wäre, ne, dann hätten die ja niemals gesagt, Leute, im Oktober können übrigens sich die Custodes-Spieler freuen, sondern die hätten halt einfach euch den Mittelfinger gezeigt und hätten gesagt, könnt ihr eine neue Heresy-Armee in der Zeit kaufen. Ja. So. Das nee, stimmt. Das finde ich halt richtig cool. Ja, und ich habe mir die Box bestellt. Du, das war letztes Mal noch die große Frage, ob du zuschlägst oder nicht. Ja. Wir beide haben die nicht gekauft. Nee. Du bist bis jetzt der Einzige, der da reingedippt ist. Ich muss sagen, also wenn man es jetzt so geldmäßig irgendwie wahrscheinlich aufrechnet am Ende, dann ist dann so eine Heresy-Armee wahrscheinlich jetzt nicht teurer als eine 40k-Armee oder so, gerade so bei meinen Jinxilak halt. Wird es wahrscheinlich in einem ähnlichen Rahmen sein. Aber ich bin so ein bisschen so 62,50 für die 20er-Box plus 18 Euro für Helme, 18 Euro für Schultern, jeweils 10 Stück. Ja, aber das heißt, musst du ja doch nicht ab. Also musst du doch ja, nicht. Aber wenn, dann will ich ja. Dazu. Wenn, dann will ich ja. Echt? Ich will also, ja. Da bist du wirklich so, wenn, dann hole ich mir die Upgrade. Also dann ja, ja. Oh, also ich finde zum Beispiel, ich bin persönlich eine Fraktion, die sagt, Schultern muss ich halt nicht haben, weil ich keine Deagles benutze. Ich finde das auch. Also eigentlich sind doch, also weil ich finde Deagles sogar schöner eigentlich. Ja, aber extra die Schulter anmalen. Jetzt Beispiel Wordbearers. Mhm. Ne? So, da habe ich noch von früher so ein paar Schultern. Ne? Und das ist eigentlich voll der Abfuck, die anzumalen. Weil die ein scheiß brennendes Buch auf ihrer Schulter haben, ja, wo man erstmal dann so Feuer noch malen muss. Und jedes Mal ein Buch. So, und dann denke ich mir so, ja, oder ich gehe halt hin und nehme einfach, klatsch das Deagle drauf und es sieht halt vielleicht nicht 100% so geil aus, aber es ist auf jeden Fall 100% weniger Nerven. Ja, recht hast du da ja schon, aber ich will zumindest die Helme. Ja, das kann ja, die Helme kann ich verstehen. Ja. Also auch gerade, um eine Alternative zu diesen Beaky-Helmen zu haben. Ja. Ja, traurig nur, dass wahrscheinlich Wordbearers bis 2023 keine Upgrade-Kits für Mark 6 Marines kriegen. Ja, also habe ich die Box wahrscheinlich jetzt so erholt. Warum habe ich eigentlich die Box gekauft? Du kannst ja die Box komplett anmalen, aber einfach die Helme weglassen. Dann malst du einfach nur die Helme in einem Bunch an und dann musst du sie nur noch draufkleben. Boah, habe ich so Angst, dass das falsch wird. Ja, ich müsste eigentlich hingehen und quasi dann über die Wordbearers, über das, was ich bis jetzt habe, quasi ein Video machen, damit ich in unserem eigenen Archiv ein Tutorial gespeichert habe, wie ich die nochmal anmale. Weil ich du könntest das auch einfach aufschreiben. Ja, aber das funktioniert nicht so gut wie ein Videotutorial. Also, da muss ich wirklich sagen, da freue ich mich auch total, dass ich letztes Jahr für die Thousandstanzen ein Video gemacht habe. Weil ich werde die jetzt wahrscheinlich so in den kommenden Monaten mal so erweitern. Und dann bin ich auch nur so, oh, ich habe das aus dem Kopf gelöscht, aber ich habe das Video, das habe ich ja noch. Ja, ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich wieder was Altes bemalt habe, war ich immer so, oh, ich habe ein Video. Oh Gott, Glück gehabt, ne? Ja. Also, allein auch schon das Chaos-Mechanikum bin ich schon so. Gut, dass du da ein Video hast, ne? Dass ich ein Video habe, ja. Wo es kein Video gab, weil es nur geleakt wurde, waren die neuen Astra Militarum-Modelle. Oh ja. Oh ja. Ja. Was haltet ihr davon? Boah, ich bin schon jetzt ein bisschen heiß, ne? Also ich habe ja gesagt, wenn Astra Militarum cool wird, dann mache ich eine Death Corps Armee. Und ich muss sagen, die neuen Kastriken gefallen mir sehr gut. Ja, die sind super. Also weil die sind wirklich proportional. Und das, was mir am meisten gefällt, ich meine, das waren die alten Kastriken auch schon, aber jetzt fällt es mir vielleicht auch noch mal mehr auf. Sie sehen halt wirklich aus wie Space-Soldaten. Und das, ja, und das mag ich total. Die sehen halt nicht aus, also ist eigentlich der krasse Kontrast. Ich sage, ich mag das total gerne, sag aber dann wiederum, ich will Death Corps machen. Ne? Aber ne? Die sehen halt wirklich aus wie Space-Soldaten und ich finde, das passt so gut in das Setting. Ne? Das passt wiederum. Mhm. Ja. So. Und ne? Weil Kardianer sehen einfach mittlerweile fast aus wie jetzt unsere Special Forces. Und da finde ich gut, dass. Ne? Und Ursula Creed finde ich richtig geil. Ja, die ist sehr schön. Da muss ich sagen, fand ich krass, ne? Da war direkt in der WhatsApp-Gruppe, wo ich drin bin,
war direkt so, hatte jemand geschrieben, oh, ich finde richtig gut, dass das jetzt, dass quasi Ursula Creed jetzt am Start ist und dass das so ein bisschen, dass jetzt das Astramentarum ein bisschen diverser wird. Ne? Ja. Und der hat direkt negatives Feedback bekommen für die Aussage. Ja, das ist, ich glaube, Ursula Creed ist wieder so ein ganz kontroverses Ding, weil es halt irgendwie, das ist, eigentlich ist das eine Sache, die GW sehr gut macht, unter allen Miniaturenherstellern, dass die wirklich oft weibliche Modelle machen, die jetzt nicht das Pin-Up-Model sind. Ja. So, das gibt es bei Necromunda, gibt es das schon viel. Und eigentlich ist das doch super. Ja, finde so, ich auch. Weil das ist, ist doch albern, wenn du dann irgendwie jetzt, wenn die jetzt eine Kommissarin rausgebracht hätten und die hätte so ein Leder-Outfit angehabt und so, wäre vielleicht ein witziges Meme und der ein oder andere fände das vielleicht geil. Aber ganz ehrlich, das braucht doch kein Mensch. Ich habe da auch noch nicht immer drüber nachgedacht. Und es gab ja auch mal dieses eine Sororita-Charaktermodell, das von einem Artwork nachempfunden wurde. Mhm. Und leider auch einige Necromunda-Modelle, also gerade von der Escher-Gang. Da ist zum Beispiel das Prinzip, was ich absolut nicht verstehe, warum haben die High Heels an? Mhm. Die haben High Heels an. Also mal ganz ehrlich. Ja, ja kann, also ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Warum? So, ja. Also ich sag mal so, ich kann es bei Necromunda wieder so ein bisschen verstehen, weil es quasi so, bei Necromunda ist ja generell in ganz vielen Sachen over the top. Mhm. Ne? Ja. Und so. Und da ist halt einfach so dieses Cyberpunk und sowas, ne? Und deswegen passt das einfach, dass quasi diese Drogengang, ne? Halt, ne, das, die haben dann auch so High Heels in so, mit so lila Stilettos und sowas, ja, ne? Ja, aber es ist so albern. Also das kann ich noch verstehen. Kann ich ja auch sagen, warum sind die Goliaths alle die großen Muskelmänner mit dem Iro oder sowas? Ne? Aber es ist halt einfach so, das sind halt einfach so Cyberpunk-Stereotypen, die da halt verarbeitet werden. Und ja, aber gleichzeitig brechen sie es ja auf. Ne? Genau. Also, ja. Lange nicht jedes weibliche Modell in Necromunda ist halt jetzt irgendwie da, wie die Cannoness, die als erstes rauskam. Ne? Ja. Und das ist ja halt eigentlich eine super Sache. Und auch, dass man dann irgendwie so einen Company Commander nimmt und sagt, okay, das ist jetzt eine Frau und so, das ist einfach ganz wichtig für das Hobby. Total. Und ich finde es halt auch so geil, dass es, so klar hat gesagt, dass es so eine alte, schrumpelige Frau ist, wo du dir jetzt auch überhaupt nicht denkst, ist sie geil oder sowas. Ne? Sondern das ist man guckt sich die an und man denkt sich einfach so nicht, Hallöchen, sondern denkst dir einfach nur so, boah, die hat so einen Schuldirektorinnen-Style, ja, ja. Aber nicht die sexy Sorte, sondern die, wo du dir denkst, boah, wenn ich da Bücher abgeben muss am Ende des Schuljahres, boah, bitte lass meine Bücher in Ordnung sein. So, ne? Ja. Und das finde ich einfach, das finde ich so geil, weil ich meine, sie kommandiert quasi so ein letztes Kardia-Regiment. Ne? Ja. Also, nichts das anderes. Und dann, so, dass die Tochter von Creed ist, finde ich auch geil. Besser, als wenn sie jetzt irgendwie gesagt hätten, Creed wurde aus diesem Gefängnis befreit und ist wieder da und, ne, und sowas. Und die Zeit vergeht halt auch in 40k und dass das jetzt einfach eine alte Frau ist. Ja, dass man da so mehr Verbindungen auch schafft. Ja. Ne? Weil das finde ich immer so, dann kommt da irgendwie halt irgendein random Charaktermodell raus, was irgendeinen Namen hat, wo man so ist, dann wäre es das jetzt. Mhm. Ja, finde ich auch. Deswegen, Ursula Creed ist halt auch, ich finde, eigentlich ist das, also ist jetzt vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert, ne? Aber ich finde, Ursula Creed ist wirklich ein krasses Zeichen für so einen Wandel. Weil du hast ja auch so eine ganz alte Armee wie Astra Militarum. Ja. Ne? Und wo quasi ja Creed sowas wie der Oberanführer war. Mhm. Und jetzt kommt ja wahrscheinlich dann auch so ein Astra Militarum Rework auch teilweise. Mhm. Und das wird jetzt einfach abgegeben an eine neue Generation, ne? So gesehen, auch eine neue Generation Hobbyisten und so weiter. Und das quasi symbolisch mit, dass jetzt auch die Tochter von Creed. Deswegen ist, sie hätten auch einfach ein neues Creed-Modell machen können. Ja. Und es wären wahrscheinlich mehr Leute glücklich gewesen als jetzt, weil es, glaube ich, schon sehr viele Leute auch sich so auf die Füße getreten fühlen von dem Modell, was Quatsch ist. Mhm. Aber ja, ich habe sehr viele Memes gesehen in dem Denk. Ja. Ich fand viele doof. Nee, nicht doof, aber so, also da sieht man, also immer wenn es so viele Memes auf dem Grimdank-Reddit von irgendwas gibt, dann weiß man, okay, das wird kontrovers. auch, oder es gab auch ganz viele zu dem einen neuen Squad, der gezeigt wurde. Oh ja, doch, stimmt, der Robo, ne? Ja. Ja, der ist halt, der ist mir auch wieder so egal. Also, ja, ist mir auch also ich egal. Muss wirklich sagen, so bis jetzt ist so, Squads, ich mag die Standard-Dudes. Ja.
Das ist ein bisschen, normalerweise mache ich nie die Standard-Dudes, ne? Aber jetzt ist es irgendwie, naja, egal. Naja. Ja. Aber Standard-Dudes brauchst du auch jede Menge, wenn du scoren willst. Bei Turnieren. Übergang! Der Übergang! Der Übergang! Oh mein Gott! Also es ging ja alles damit los vor ungefähr 3-4 Wochen, wo wir beide ja, so lange ist das gar nicht her. Das war am 11.12. Mai oder so. Da haben wir uns angemeldet? Nee, da war das Turnier. Da war das Turnier. Angemeldet habt ihr euch doch so 2 Wochen vorher. Ja. Ich hab gedacht, du meinst schon vorher. Okay, nee, dann. Ich lass dich einfach ausreden. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Ja, ich lass dich einfach ausreden. Und da haben wir unser erstes Turnier gespielt. Und du hast ja ganz früher schon mal irgendwie so eins gespielt. Das zählt aber ja jetzt irgendwie. Das war mit Dark Elder in der, ich glaube, 5. Edition. Ich glaube, das war schon 6. Oder, ja, okay, dann war es halt 6. Edition. Also es war 2012. Welche Edition auch immer 2012 war. Ja. Das war da. Aber wahrscheinlich noch, ich glaube, noch 5. gerade oder so. Mhm. Ja. Also es gab noch keine Imperial Knights oder sowas. Ja. Nee, die gab es nicht. Auf jeden Fall, genau, dann haben wir quasi unser erstes Turnier gespielt und hatten ja auch versprochen, dass wir mal noch hier davon berichten. Ja. Und, okay, also ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber da ist gefühlt gerade ein Rohr explodiert. wie war's für dich, René? Erzähl doch einfach mal. War geil. Also ich hatte, bei der Anmeldung krass gemischte Gefühle so ein bisschen, weil ich so auch ein bisschen Sorge hatte, wie wird das jetzt so? Wie ist das so mit vielen fremden Leuten quasi einen Tag zu verbringen und alles, ne? Und da es aber ein Einsteigerturnier war, war die Hürde auf jeden Fall geringer für mich da, da teilzunehmen und sowas, weil man hat ja auch immer so ein bisschen so die Horrorgeschichten im Hinterkopf. Ja. Ne? Ja. Die bösen Turnierspieler, die einem das Hobby ruinieren und alles. Ne? Und da habe ich so ein bisschen, da hatte ich natürlich auch trotzdem so ein bisschen Sorge, dass es nachher so verbissen wird und sowas, weil ich hasse es, wenn so ein Spiel, das eigentlich Spaß machen soll, so verbissen wird und dann so eigentlich nur noch zu so einer unangenehmen 3-Stunden-Odyssee wird. Ja. Und und dann kam ich an dem Tag hin. Und ich habe mich direkt so, ich weiß auch nicht, so ich hatte dann schon richtig Bock und ich habe mir ganz viel Gedanken wegen der Liste gemacht und so. Und dann hat Genie mich so rausgelassen und dann stand ich da und ja, Genie hat mich rausgelassen. Als hätte dich in so einem Hundekäfig mitgebracht. Ja, die hat mich halt abgesetzt mit dem Auto. Ich bin wieder die Fußballmami. Ja, Genie war die Fußballmami. Nee, und dann stand ich da und die ganzen anderen Leute standen da und du warst da und sowas. Und dann war es zuerst so ganz kurz ein bisschen awkward, weil ich bin jetzt auch nicht so der Typ Mensch, der jetzt so direkt irgendwie so dahin kommt und sagt, hallo, hier bin ich, jetzt reden wir und dann, ja. Ne, so, sondern ich bin da auch so ein bisschen so, ich check erstmal die Lage und schau mal, ob ich mich traue, da mit fremden Leuten zu reden und so. Ich bin aber auch, ich muss dann eher angesprochen werden. Ja, genau. Also ich habe dann auch, ich kam ja auch vor dir ein bisschen an, weil es war super früh morgens und dann haben wir gesagt, okay, ich packe die Sachen dann abends schon mal bei euch ins Auto. Und dann komme ich einfach mit der Bahn direkt dahin, dass ich dann nicht nochmal so einen Umweg irgendwie hier rüber mache. Und dann stand ich da auch und ich habe so, erst stand noch keiner draußen und ich habe so reingespinkst und war so, ist da schon jemand und so. Und dann kamen aber auch so die ersten Leute raus und dann hat man sich aber auch eigentlich so direkt unterhalten, weil man so wusste, okay, wir sind alle, also niemand anderes ist jetzt um 8 Uhr morgens hier. Um hier rumzustehen. Ja. Auf einem Sonntag. Ja. Nee, und ich fand das dann halt auch eigentlich richtig geil, weil es so einfach war, mit den Leuten zu reden. Weil ne, der ist da wegen dem Turnier. Das heißt, der ist ja mindestens mittelmäßig interessiert in Warhammer. Ja. Das heißt, du hast einfach direkt so, da hast du einfach mit dem über Warhammer geredet. Da hast du einfach nur so. Und das, finde ich halt immer eigentlich super entspannt, weil ich kann immer viel über Warhammer reden. Und wenn ich dann einfach mit jemandem über Warhammer reden kann, dann ist das für mich sehr einfach, mit dem einfach zu kommunizieren. Und dann kommt man auch auf andere Themen dann irgendwie, ne? So. Und das war richtig geil. Und dann war noch niemand, der irgendwie unfreundlich war oder sonst irgendwas. Und das ist das Ding. Das waren alles total gegroundete Leute, sag ich mal. Ne? Ja, also da war niemand dabei, jetzt um mal Klischees abzuarbeiten. Ja. Ne? Also mein erster Eindruck von den Leuten, als ich da hingekommen bin. Ne? So, niemand sah aus wie jetzt irgendwie der Klischee-Nerd. Also ungepflegt, ungeduscht, sonst irgendwas. Ne? Also muss ich sagen, alle,
ich weiß echt, also jetzt das Turnier war zum Beispiel, das ist jetzt von den Teilnehmern das Beispiel dafür, dass das halt alles nur so Klischee ist, ne? Ja. Die Leute alle ultra nett. Ich war zwar einer der Jüngsten wahrscheinlich, also mit, obwohl Ruben war, ist ja noch jünger als ich, aber wir waren so, ne, mit Mitte 20. Ich glaube, wir waren die Jüngsten, ja. Ja. Ich glaube, so, es ging so ab Ende 20 los beim Rest. Hätte ich jetzt auch mal gesagt. Aber wirklich alle ultra nett und das Geilste war, als wir so geredet haben, wurde praktisch der Kreis immer größer. Mhm. Und da haben sich immer mehr Leute so reingestellt und da war niemand dabei, wo ich mir gedacht habe, so, oh, du bist jetzt aber ein bisschen scheiße. Der vielleicht vorher schon so verbissen ist oder ja, so, genau. Oder schon so versucht, sich irgendwie so Sachen abzuchecken oder so und, ne, ja. Und zu gucken, so, wer ist stark, wer ist genau. Schwach und so, sondern es war eigentlich nur so ein, wir treffen uns jetzt halt alle für einen coolen Tag. Genau, und so hat sich das angefühlt und das war richtig toll. Also auch wenn wir jetzt am Wochenende da sind, ne, das wirst du sehen, das war so geil und das Beste daran, kann ich direkt zum Essen springen? Ja. Also wir sind dann alle dann essen gegangen, ne? Und ich muss wirklich sagen, das war der geilste Moment des Tages. Das hat so Spaß gemacht, weil wir waren dann so an so einem, es war gutes Wetter, wir saßen dann draußen alle, oh, Siri hat sich schon aktiviert, wir saßen alle an so einem ganz langen Tisch, an so einer ganz langen Tafel und alle haben nach und nach so ihre Pizzen bekommen und so, ne? Und da hatte ich links jemanden, den ich noch nie gesehen habe und rechts neben mir saß jemand, mit dem ich auch noch nie geredet habe und so, ne? Und dann und vor mir auch und ich glaube, so da saß dann der Ruben, ne? Und dann einfach die ganze, nur mit den Leuten reden und fragen so, ja, wie lief dein Spiel? Und der sagt so, oh, ich habe um einen Punkt verloren und oh. Und das hat sich so, das war so toll, so irgendwie so, sich so darüber zu unterhalten, weil es halt auch so nicht so wirklich einen Tilt gab, weil alle Leute entweder wirklich 100% aus Spaß da waren oder halt auch alt genug, um zu verstehen, dass es nichts bringt, nach dem ersten Spiel bei einem Turnier zu tilten, weil ja. Dann machst du dir selber den Tag kaputt. Genau, du machst dir selber den Tag kaputt. Und das hat grundsätzlich hat das jeder verstanden. Und es gab zum Beispiel einen, das war auch mein Spielpartner in der ersten Runde, der hat alle drei Spiele verloren, ne? Aber das war der tiefen, entspannteste Kornspieler aller Zeiten. Also das werde ich dann jetzt am Samstag sein, hoffentlich. Ja. Wirklich, der war einfach nur so, ich komme hier hin, ich spiele mein Spiel, ich habe hier meine Dämonenmaschinchen, ich habe hier meinen Kahn, ne? Und immer, ja, da, da, ne? Und es war einfach, und es hat so Spaß gemacht, gegen den zu spielen, weil der einfach so ausgeglichen war und der wirklich einfach nur Spaß am Warhammer hatte, weil er nun mal nicht oft zum Warhammer-Spiel kommt und deswegen einfach gesagt hat, ach scheiß drauf, am Sonntag habe ich frei, da fahre ich zum Turnier, mach drei Warhammer-Spiele. Und das ist halt, glaube ich, auch das Ding, also auch zusammen mit dem Essen und den Leuten und so, es ist wie so ein bisschen geführter Convention-Tag, wo man jetzt nicht selber sich aussuchen muss, wo gehe ich hin, was gucke ich an oder so oder wo lerne ich Leute kennen, sondern es ist so ein bisschen so organisiert, auch das Leute kennenlernen ist so quasi mehr oder weniger organisiert. Also man muss sich um nichts kümmern. Weil man fährt hin, hat seine Armee dabei, packt die aus, dann wird einem, dann weiß man, an welchen Tisch man gehen muss, dann spielt man da, dann isst man sowieso mit den Leuten zusammen und muss nicht jetzt irgendwie gucken, ne, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich dann. Und das ist halt geil. Also wirklich so ein ganzer Tag einfach das Hobby machen, irgendwo in der Location, auch was jetzt nicht, dann vielleicht halt irgendwie. So klar, einen Hobbytag zu Hause machen ist auch cool, aber das irgendwo anders machen, wo man auch weiß, okay, da sind 20, 30, 40 Leute, die das auch machen, ist halt geil. Und das ist ja auch so ein bisschen, was unsere Grundfrage war, sind Turniere jetzt ein Ding, was eher schädlich fürs Hobby ist oder eher positiv? Und gerade wie es halt da auch in Zukunft mit uns und mit Turnieren weitergeht, ist, glaube ich, da super spannend. Ja. Da haben wir auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Ich meine, so, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, ne? Wo sind denn jetzt Punkte, wo du jetzt zum Beispiel sagst, weil du warst ja noch nicht da, ne? Ja. Wo würdest du sagen, hast du so Angst oder sonst irgendwas, ne? Also, oder wo hättest du Sorge, was dir den Tag irgendwie vermiesen könnte oder was doof ist? Oder was ist so ein ganz krasses Klischee, was dir im Kopf geblieben ist? Oder vielleicht kurz reinzugrätschen. Ja. Ich weiß nicht, ob es alle Leute wissen, weil das ja eher so ein Thema im Stream war. Am Samstag fahren wir nämlich zu dritt aufs nächste Turnier. Ja. Und das ist dann Genies erstes Turnier. Genau. Nee, also wo ich so mit am allermeisten Angst vor habe, sind eigentlich so zwei Faktoren. Der erste ist, dass ich eigentlich schon relativ im ersten Spiel einen richtig unangenehmen Gegenspieler habe, der einfach total der Regelficker ist,
oder halt extra irgendwelche Sachen nicht sagt und deswegen mich versucht so zu gatschern und irgendwie dann Sachen auszunutzen und dann zu sagen so, oh, jetzt hast du dich aber genauso hingestellt, ja, ne, all according to my plan, jetzt kann ich nämlich das und das machen. Und da habe ich richtig Angst vor, weil das wird mir, das weiß ich jetzt schon, das wird mir übelst den Tag vermiesen und mir auch die anderen restlichen Spiele vermiesen. Ja. Dann habe ich Angst davor, dass... Ja, warte, wir bleiben mal kurz dabei. Ja. Weil das ist, finde ich, glaube ich, das ist nämlich, glaube ich, der größte Punkt, wo viele Leute einhaken. Ich glaube, das ist auch ein extremes Klischee, dass Turnierspieler halt so mega die Arschlöcher sind. Ja, ja, genau das, ne? Ja. Ja. Also, weil das ist das Ding. Weil ich weiß noch, einmal auf dem Discord-Server bei uns, da war auch jemand, da war auch irgendwie ganz kurz so, das hat jemand irgendwas wegen Turnier geschrieben. Und das ist wirklich, also derjenige hat auch dann dafür eine Verwarnung bekommen. Und normalerweise, alle sind lieb auf dem Discord-Server. Ne? Das ist, glaube ich, die einzige Verwarnung, die jemals ausgesprochen wurde. Ja. Und da ist wirklich, der wird auf den also wird quasi auf die Nachricht geantwortet: Turnierspieler sind alle Arschlöcher, die das Hobby scheiße machen. Und die sollten alle sterben. Das war quasi so der, das war nicht 100% der Wortlaut, aber das war der Sinn. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist quasi so eine allergische Reaktion, die genau auf sowas geschieht. Ne? Mhm. Jetzt ist die Frage, wie gerechtfertigt ist die Sorge? Also zu jetzt der ersten Turniererfahrung muss ich sagen, gut, es war natürlich ein Einsteigerturnier, das heißt, wir haben jetzt noch nicht den Querschnitt von überhaupt nicht, ne? Quasi in Anführungsstrichen einem richtigen Turnier, den kriegen wir dann wahrscheinlich am Samstag, obwohl auch viele Leute dabei sind, die beim Einsteigerturnier dann das erste Mal dabei waren und dann direkt richtig Bock aufs nächste hatten. Aber gerade die TO bei dem Turnier, die jetzt das nächste Turnier auch wieder macht, die so auch in den oberen T3-Plätzen in Deutschland unterwegs sind auf Turnieren und auch zum Beispiel der Ramses, der auch schon hier zu Besuch war, habe ich bis jetzt noch keinen getroffen, der so ist. Ja, es sind halt die Top-Spieler, ne? Das muss man halt überlegen. Das sind ja die Spieler, wo man jetzt sagt, das müssten ja eigentlich dann die Könige der Arschlöcher sein. Ne? Ja. So. Ja, ich glaube halt, dass es halt ein großer Unterschied ist, dass wir, ich sag mal, so in unseren gängigen Turnieren hier in Deutschland, streng genommen geht es ja nicht wirklich um was. Ja, ja. So, es gibt mal einen kleinen Preis oder irgendwie so eine kleine Nettigkeit oder einen kleinen Pokal oder sowas. Aber ich glaube, was Leute unangenehm machen kann, das habe ich zumindest bei Magic damals, unserer Magic-Zeit, oft mal entdeckt, dass Leute unangenehm werden, wenn es wirklich um Preise geht. Mhm. Und also, das ist halt hier nicht der Fall. Und ich glaube halt auch einfach, dass viele, die halt Turniere spielen, die Turniere spielen nicht, weil sie Turniere spielen wollen und damit erfolgreich sein sollen, sondern weil sie sich sagen, hey, ich komme nicht so oft zum Spielen, aber dann nehme ich mir einmal Zeit für ein Turnier und habe da dann direkt einfach mehrere Spiele hintereinander weg mit coolen Leuten und dann habe ich so ein bisschen so meinen Hobbyhunger mal wieder gestillt, weil ich vielleicht in meinem Alltagsleben eben nicht dazu komme zu sagen, hey Leute, wir treffen uns zweimal die Woche in unserem Local Store und zocken eine Runde, sondern ich schaffe vielleicht halt nur einmal im Monat oder alle zwei Monate auf ein Turnier zu fahren und dann will ich das richtig genießen. Ja, ja. Nun, und die Frage ist... und es ist natürlich so mehr purposeful. Ja. Das ist wie zum Beispiel Ranked spielen bei League of Legends. Ja. Wir alle wissen, dass wenn wir Ranked spielen bei League of Legends, werden wir niemals erfolgreich sein damit. Aber es fühlt sich trotzdem mehr nach einem Ziel an und dass man was geschafft hat, wenn man, das fühlt sich belohnender an. Auf jeden Fall. Oder bei Hearthstone auch oder sowas, ne? Ja. Da bist du ja auch so, warum soll ich da jetzt auch in das Normal-Game reingehen? Ja. Normal ist ja Zeitverschwendung. So, die Frage ist jetzt nur, ne? Was ist, sagen wir einfach mal, aber das Szenario, das Genie beschrieben hat, ne? Das ist ja trotzdem real, dass du gegen jemanden sehr Unangenehmes dann doch spielen kannst, ne? Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir darüber reden, ob das, was man da vielleicht dagegen tun kann oder so, ne? Eher das Szenario gibt's, aber habe ich aber persönlich eher tatsächlich in einem nicht kompetitiven Umfeld erlebt. Ja. Also in einem einfach nur in einem normalen Spiel im Hobbyladen. Genau, das ist, glaube ich, auch eher so ein Ding, was gar nicht was so falsch als Turnierspieler abgespeichert wird, sondern eher so Leute sind, die so extremes Gatekeeping betreiben in ihren lokalen Läden, weil die halt nicht auf Events fahren, weil die eigentlich keine Lust haben auf so einen Tag voller sozialer Kontakte und so Positivität im Hobby, sondern das sind eigentlich eher Leute, die Angst davor haben zu verlieren und sich ihren Endorphinschub dadurch holen zu gewinnen.
Und, ja, die wollen so einen Status dadurch erreichen. Genau. Und es wirkt aber, glaube ich, so, wie zum Beispiel früher im Games Workshop. Ja. Wo es auch so zwei, drei Kandidaten gab, die so waren, wo wir alle schon mal gegen gespielt haben. Und ich glaube, es werden ganz, ganz viele Leute kennen, gerade die, die irgendwie mit in der Jugend angefangen haben zu spielen. Mhm. Weil dann ist man einfach nur glücklich zu spielen und dann spielt da irgendein Erwachsener mit einem und er zieht einen einfach nur richtig schlimm ab. Und quasi geilt sich daran richtig auf. Ja. Und das ist aber, glaube ich, oft ein Ding, was dann mit Turnierspielern verwechselt wird, weil die dann natürlich auch die Regeln kennen und wissen, die auszunutzen. Und dann speicherst du automatisch ab, okay, das ist ein Turnierspieler. Auf jeden Fall. Und die befassen sich auch viel damit, ne? Ja. Die spielen ja trotzdem, ich sage jetzt mal, die Turniermeta-Listen und sowas, ne? Ja, weil und sie damit am ehesten gewinnen. Genau, ne, weil das sind ja, ne, und sowas. Und deswegen suggeriert man das damit, weil die wahrscheinlich dann halt auch in Konversationen immer sagen, nein, eigentlich spielt man die Einheit nicht, aber ich habe die jetzt dabei, weil ich finde die gut, aber eigentlich spielt man die auf Turnieren nicht. Ne? Ja. Sowas. Und deswegen bekommt man eigentlich den Eindruck, okay, der spielt eigentlich Turniere und jetzt spielt er gegen mich. Genau. Und ich habe halt auch so das Gefühl, dass man halt das in so einem, das quasi so ein, halt so ein Casual-Spiel, das geht halt so schnell sideways, aber bei einem Turnierspiel kann das irgendwie gar nicht so gut, also so schnell passieren, weil es irgendwie alles so ein bisschen reglementierter ist. Du hast ja auch immer Judges da. Genau. Das heißt, du kannst gar nicht, also wenn du wirklich halt bei einer Sache denkst, das wirkt aber fishy, dann kannst du einfach einen Judge dazu holen und dann wird er dir direkt sagen, das geht so nicht oder nee, das ist tatsächlich so geschrieben. Und das hat auch nichts mit irgendwie doof sein zu tun, ne? Ja. Also ein Judge rufen bedeutet nicht, dass ich jetzt dem Ruben nicht vertraue irgendwie oder sowas, ne? So, aber ne, das kann ja auch alleine so eine Geschichte sein wie, du misst aus, ne? Ja. Und sind wir jetzt 18 Zoll entfernt? Das heißt, du kommst mit deinem 12er Charge ran, theoretisch. Oder sind wir 18,1 entfernt, ne? So, einfach einen Judge rufen, fertig. Ja, einfach für eine neutrale Meinung, damit ihr euch die Diskussion spart. Genau. Weil natürlich will jeder, dass das eintrifft, was besser für ihn ist. Das ist ja klar. Ja. Weil also, das Ding ist halt gerade bei Warhammer, ne? Ist es auch voll okay, wenn man sich auch unsicher ist, ob der Gegner das jetzt so machen kann oder nicht, jemanden dazu zu holen, weil es einfach so ein Konstrukt ist von ganz vielen Regeln, die ineinander greifen und quasi ist die Komplexität von einem Videospiel hat, wo du bei einem Videospiel aber nichts falsch machen kannst, weil alles quasi kontrolliert ist vom System. Aber das hast du einfach nicht und das ist quasi nicht wie bei einer Sportart, wo es natürlich auch welche gibt, wo es viele Regeln gibt und ein Schiedsrichter und so ist wichtig. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Ding bei Warhammer, weil so schnell kannst du dann bei der Sportart nichts falsch spielen. Ja. Aber bei Warhammer geht das super schnell. Ich meine, gerade so zum Beispiel, bestes Beispiel, Gene Stealer Cult, wie viele Sachen ich wahrscheinlich schon falsch gespielt habe, weil man das halt einmal liest und dann nicht jedes Mal bei der Aktion ja nochmal nachguckt, wie es ist. Also, boah, da hatte ich zum Beispiel auch so eine Sache, die mich richtig gerettet hat eigentlich, vor etwas falsch zu spielen. Mhm. Und zwar hatte ich mich letzte Woche für ein Spiel getroffen und es gibt so ein Elder Stratagem, Eldritch Storm. Kurzfassung, ich habe gedacht, um den zu verstärken, kann man das überall auf dem Spielfeld machen. Mhm. Aber tatsächlich müssen die Fas hier innerhalb von 24 Zoll den Punkt sein, den du bestimmt hast. Ja. Ja? Und das Ding ist halt einfach, dadurch, dass ich das einmal so, weil man geht ja immer hin, man liest das und dann blablabla hat man das so runter. Ne? Und ich hätte das ansonsten falsch gespielt. Immer. Ja. Und das ist halt auch einfach so. Aber selbst wenn, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Also das ist dann halt auch nicht so. Aber Thema falsch spielen, da ist tatsächlich meine zweite große Sorge, witzigerweise für das Turnier. Nämlich nicht nur, dass ich nachher gegen jemanden Unangenehmen, der die Regeln sehr ausnutzt, spiele, sondern dass ich einfach total unsicher werde, total nervös werde, Sachen falsch spiele, weil quasi, ich möchte halt auf gar keinen Fall Sachen falsch spielen, weil ich nicht möchte, dass halt der Gegner sich nachher verarscht vorkommt oder denkt, ich wollte den irgendwie abziehen oder sonst irgendwie was. Allerdings regt das in mir so eine extreme Unsicherheit, deswegen bin ich auch froh, dass wir am Freitag nochmal zwei Probespiele auch machen, dass ich einfach nochmal ein bisschen in diese Armee komme, weil ich habe diese Armee bis jetzt einmal gespielt. Das ist eine komplett neue Armee und sie ist nicht gerade unkompliziert. Ja, ja. Und das ist so meine zweite große Angst, dass ich in dieses absolute Loch des, ich bin mir gerade nicht mal mehr sicher, obwohl ich es 8-mal gelesen habe, ob mein Knight sich jetzt 10 oder 12 Zoll bewegen darf. Mhm. Und muss einfach vor jeder einzelnen Aktion nochmal auf meine Regeln gucken, weil ich einfach nichts falsch machen möchte. So, ich meine, früher bei Infinity habe ich sehr viel Turnier gespielt.
Und da war ich so in den Regeln drin, dass ich wirklich gar nichts mehr nachgucken musste. Und ich habe es einfach solide und selbstbewusst runtergespielt. Und ich hoffe, dass mir am Samstag auch genug Confidence vorhanden sein wird, dass ich einfach darauf vertraue, dass wenn ich mir sicher bin, dass ich etwas weiß, ich es auch weiß und ich nicht die Leute einfach abziehe. Weil es ist natürlich auch so, wir sind halt ja auch Leute, die, ich sag mal, ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Und wenn ich da jetzt auf einmal drei Leute übelst abziehe, auch wenn es unabsichtlich ist, macht das nachher die Runde und dann ist so, ey, die Genie vom Paint-O-Mancy, die hat das ist nur am Schummeln. Ja, ja. Die ist richtig schlimm und dann bin ich so, oh Gott, nein, bitte nicht. Und da habe ich so gar keine Lust drauf. Und ja, also zum Beispiel, ich will mir auch schon die ganze Zeit im Kopf zerbrechen, wie kann ich es am angenehmsten für meinen Gegner markieren, welcher meiner Knights welches mag, mit welchem Favor haben und wie kann ich es dann am besten markieren, dass sie gefavored sind. Also, damit das irgendwie, ehrlich, damit mein Gegner nicht auch denkt, nachher verwechselt, dass mein Gegner nicht denkt, das war doch der Kornarmiger, jetzt spielt sie auf einmal da den Kornarmiger, nur weil es ihr da gerade besser passen würde oder wie. Und da bin ich voll so, oh nein Gott, das darf bloß nicht passieren. Nee, also ich glaube, da kann ich erstmal sagen, es sind so viel, also du musst, also dein Gegner, du musst deinem Gegner nicht deine ganze Armee erklären. Ne? Ja. Das kannst du gar nicht. Weil du hast nur 3 Stunden Zeit. Ihr habt nur 3 Stunden Zeit. Wenn du ihm jetzt alles erklärst und das dann favored und das ist so und das ist so. Nee, bei meiner Chaos Knight Liste bin ich erstmal eine Stunde beschäftigt, wenn ich meinem Gegner alles erklären müsste. Das kannst du vergessen. Und das wird auch niemanden, also es wird auch niemanden interessieren. Mhm. Ne? So, da wird dreimal im Spiel nachgefragt, ist das der Corn Knight? Ne? Und fertig. Wenn der Corn Knight, sagen wir einfach mal, der kann bannen oder was auch immer, ne? Dann geht es einfach nur darum, dass du halt einfach nur kommunizierst, wenn du den da hinstellst, dass der Corn Knight, der kann bannen. Mhm. Ne? Ja, zum Beispiel einfach so, da ist Kommunikation ganz wichtig, dass du einfach, gerade bei so Sachen, die jetzt nicht super offensichtlich sind, wie du hast da zum Beispiel Eradicator stehen, da muss der Gegner wissen, okay, die schießen den Fahrzeug kaputt. So. Ja. Aber wenn du zum Beispiel sowas hast wie, ja, ich habe da noch ein Stratagem und dann kann ich das machen und dann kannst du nur die halbe Distanz chargen oder so. Dann einfach nochmal, wenn man das hinstellt oder wenn der Gegner sich zum Beispiel mit seiner Nahkampfeinheit dahin bewegt und ihr da vorher nicht das jetzt so mega thematisiert habt, einfach nochmal sagen, hey, denkt dran, der kann das. Ja, da habe ich halt auch ein bisschen Angst vor, dass ich nachher nicht richtig abwägen kann, was ich meinem Gegner jetzt gerade sagen sollte, was jetzt wirklich wichtig ist, was unwichtig ist, oder dass ich vielleicht auch einfach in einem Moment vergesse, dass es existiert und dann, ja, und dann kommt die Situation und dann bin ich so, ah Moment, da habe ich ein Stratagem für und dann denkt er sich so, ist das jetzt dein Scheiß ernst? Ja, da muss man wirklich aufpassen. Ja, da habe ich wirklich die größte Angst vor. Ich will einfach nicht das Arschloch sein, vor dem immer alle Leute bei Turnieren waren. Ich will nicht das Problem sein. Okay, also das Ding ist, also erstmal grundsätzlich, ne, also auch nochmal, um auf die erste Sorge zurückzukommen, ja, dass du gegen Arschloch spielst und sowas. Play with Intent ist die größte, beste Sache, die jemals passiert ist, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Das ist im Endeffekt, soll ich kurz erklären, woher das kommt? Mhm. Also eigentlich kommt es aus den USA von Nick Nanavati. Das ist eigentlich so einer der ersten Leute von Art of War, die das Ganze so ins Rollen gebracht haben. Und Play with Intent hat auch mit den alten Editionen nicht so gut funktioniert. Und daher kommt auch krass dieses Bild von jemand, ne, Gotcha-Momente und oh, hier hast du aber nicht richtig dich positioniert und so weiter. Da ist halt so dieses Ruleset von der 7. Edition sehr, 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 sehr leicht dafür, dass das halt so ist. 8. Edition spielt sich halt eher wie ein RTS. Und ne, anstatt irgendwie einer Schlachtsimulation wie 7. Edition, Warhammer 40k und sowas. Und das bedeutet eigentlich, Play with Intent bedeutet, du gehst einfach permanent hin und führst permanent einen Dialog mit deinem Gegner darüber, was du jetzt machst. Warum das Modell sich jetzt dahin stellt, ne? Weil es geht nicht, weil natürlich kannst du jetzt sagen, ja, aber wenn ich doch meinem Gegner sage, ich stelle mich jetzt hier hin, damit ich chargen kann oder sowas, oder damit du hier nicht deep striken kannst, ne, dann spiele ich ihm doch zu, dann sage ich ihm doch, was ich mache. Mhm. Aber so funktioniert quasi das Konzept der 9. Edition nicht mehr. In der 9. Edition Warhammer geht es nicht darum, jemanden auf einem falschen Fuß zu erwischen oder so, sondern einfach ihn jede Runde in deiner Movement Phase quasi so auszuspielen, dass er nur schlechtere Entscheidungen treffen kann. Das heißt, es geht gar nicht darum, jemanden zu gotchern, sondern einfach den Gegner zu immer schlechteren Entscheidungen zu zwingen. Mhm. Und
da muss man dann auch wieder sagen, wenn dein Gegner gut ist, ne? Und man sollte auch fairnesshalber immer davon ausgehen, dass mein Gegner gut ist. Ne? Weil es ist, wen man unterschätzen, ist auch blöd. Ne? Ja. So, dann, dann weißt du das doch sowieso. Dann stelle ich doch meine Einheit gerade hier hinten aufgefächert in die Ecke, weil der weiß, dass ich da screen will, damit er nicht deep striken kann. Ja. Ja. Und das heißt, das ist halt auch das Geilste überhaupt. Alle Situationen, die nervig sind, können einfach mit Play with Intent einfach weggeschafft werden. Beispiel, Turn 1 Charges. Zum Beispiel Sororitas können, also Bloody Rose kann mit einem Stratagem, mit einem Rhino nach vorne fahren. Dann können die Repentias aussteigen, dann können die Repentias noch sich bewegen. Und dann können die noch chargen und sowas. Ne? So, du kannst doch eh nichts machen. 40k ist kein reaktives Spiel. Mhm. Ne? Du kannst keine Reaktion machen, wo du Gegner auf den falschen Fuß erwischen kannst. Ne? Ja. Sondern wie bei Infinity. Wie zum Beispiel bei Infinity, wo du natürlich deinen Plan nicht verrätst. Ne? Aber das ist nämlich dann wiederum das Geile, dass 40k so funktioniert, weil du bist dran. Ich hab jetzt, ne, ich bin dran, ich hab jetzt diese Rhino-Geschichte. Bevor ich das Rhino anfasse, oder auch wenn dein Gegner das hat, bevor er das Rhino anfasst, ne, misst ihr zusammen einmal kurz aus. Das dauert vielleicht eine Minute maximal. Mhm. Ne? Ich sage so, ich habe vor, dass ich später am Ende der Runde im Nahkampf bin. Das werden insgesamt 30 Zoll sein, wenn ich mit dem Rhino so viel fahre. Und mit dem Retempel so aussteige. Dann brauche ich eine 8 mit dem Würfel, dass ich rankäme. Genau. Richtig? Ja. Würfelwurf 8, guck mal, ich bin im Nahkampf. Boom, fertig. Und dann kann er halt nicht mehr ankommen. Das ist aber, bräuchst du eine 9? Nee, einmal nachgemessen. So, und dadurch werden Spiele so schnell. Das glaubst du gar nicht. Also wenn jetzt Leute sagen, oh, ich weiß aber nicht, ob ich 3 Stunden hinkriege auf einer Clock, ne? Weißt du, wie lange Ruben und ich im Finale gebraucht haben? Ja, 1,5 Stunden gerade mal. So. Das war ja insane. Also, aber das Wichtigste ist da die Vorbereitung. Ja. Also, wenn ihr sagt, ihr fahrt zu einem Turnier, dann bitte geht nicht hin und kauft euch eine neue Armee, bemalt die und spielt die das erste Mal da. Deswegen spielen wir ja Freitag noch. Ja. Aber macht zumindest 4, 5 Spiele vorher. Ja. Und macht euch wirklich, wenn ihr viele Regeln habt, macht euch irgendwie einen Sheet, wo ihr das aufschreibt. Legt euch die Stratagem-Karten, die ihr braucht, raus, nicht alle. Legt euch nicht euer komplettes Deck Stratagems hin und dann seid ihr so, ah, Moment mal, ich glaube, da konnte man was machen. Und dann guckt ihr 5 Minuten durch die Karten. Sondern legt euch die 4, 5 Sachen hin, die ihr benutzen wollt. Die liegen offen da und dann könnt ihr da immer drauf referenzieren. Ich werde jetzt zum Beispiel Karteikarten machen. Da habe ich René drauf gebracht, das finde ich eigentlich ein super Tipp, deswegen sage ich ihn jetzt einfach mal. Ich werde mir Karteikarten machen für meine Kommandophase, Gegner-Kommandophase, meine Bewegungsphase, Gegner-Bewegungsphase. So theoretisch, wann ich was machen könnte. Und dann schreibe ich immer auf diese Phasenkarteikarte kurz, welche Strategies da für mich relevant wären. Und dann kann ich immer, sobald die Phase ist, einmal kurz gucken, rufe ich wieder in Erinnerung, was gibt's theoretisch, kann die Phase spielen und dann mich nochmal direkt erinnern, ob da was war. Ja. Später wird man das dann nicht mehr brauchen, wenn man die Armee gut genug drin hat. Aber das ist halt zumindest so eine Möglichkeit, dass ich wirklich schnell reagieren kann und sagen kann, jetzt ist seine Movement Phase, guck ich mal gerade, seine Shooting Phase, stimmt, ja. Muss ich mal gucken, wenn das kommt, weiß ich Bescheid. Ne? Und so, und zack, dann hast du es schon durch. Ja. Also das ist, ich glaube wirklich, dass das der Weg ist, wenn man wirklich momentan sehr überfordert ist mit Stratagems, sich die so zu merken. Ja. Ja. Name in wirklich möglichst kurzen Worten, was das macht. Ne? Zum Beispiel jetzt bei den Knights, Demonic Bulwark, Viererretter. Ne? Ja. Mehr schreibst du da gar nicht hin. So. Und ob das dann halt jetzt irgendwie dann nur auf einen Knight pro Runde geht oder sowas, weil es geht ja nicht darum, dass du quasi die Information von der Karte nimmst, sondern dass du dann, dann gehst in deinen Pool und guckst dir Demonic Bulwark an. Ja. Genau. Ja. Genau. Aber was denkt ihr denn? Was bringt die Zukunft? Also sind Turniere die Zukunft vom Warhammer-Hobby oder? Also ich hoffe schon, dass Turniere ein bisschen beliebter werden und die Leute so ihren Spaß dran finden, weil ich schon glaube, dass es für viele halt auch einfach wirklich diese Möglichkeit ist, dass ich komme vielleicht nicht so häufig zum Spielen, aber ich habe halt so alle paar Monate mal dieses Turnier und da kann ich mich auch wirklich drauf freuen. Und gerade das Prinzip dieser Schnitzelschlacht, wo wir jetzt hinfahren, das ist ja nicht einfach nur, du fährst zu einem Turnier und spielst 3 Runden und fährst wieder, sondern wir fahren dahin, man frühstückt zusammen, wir essen zusammen dieses Schnitzelbuffet, abends gibt es noch ein Bierchen, man connectet noch mal ein bisschen, man redet einfach mit anderen Tabletoppern, weil das ist ja auch zum Beispiel das, was ich immer bei meinen Coachings hier live vor Ort merke, ist, dass selbst wenn du wildfremde Leute an diesem Tag das erste Mal triffst,
weil ihr dieses gleiche Hobby habt, das verbindet so sehr. Und dann kriegen wir mal so ein bisschen diese Toxicity, die so ein bisschen noch über diesem Hobby schwebt. Von diesen etwas unangenehmeren Leuten kriegen wir einfach mal rausgespült und dann haben wir alle viel mehr Bock drauf. Ja, ich glaube, also das ist halt auch das. Also ich glaube auch, diese unangenehmeren Leute, die... die fahren da ja nicht mal hin. Genau, die fahren auf sowas nicht. Nee. Das ist so, die hocken in den Local Stores und warten da wie so eine Moräne. dass da so ein junger Fisch vorbeischwimmt und dann schnappen die zu. Ne? Aber jetzt irgendwie in einen großen Fischschwarm würden die auch nicht rein. Ja. Ich meine, die Dedication halt, das Startgeld auszugeben, dahin zu fahren, seine Sachen dahin zu bringen und so, das sortiert die Leute schon von vornherein aus. Also das ist wie zum Beispiel, ich ja immer sage bei uns auf dem Discord und so und bei YouTube, es ist so angenehm, weil wir kaum das moderieren müssen, weil die meisten Leute einfach halt entspannt sind, weil das halt denen ihr Hobby ist und ein Hobby, wo man halt was rein investiert und jetzt nicht sowas ist wie zum Beispiel, du guckst dir einen Gaming-Stream an oder ein Gaming-Video, wo du quasi maximal irgendwie das Geld für das Videospiel ausgegeben hast und flamest dann da irgendwie rein oder so, sondern die Leute wollen sich ja nicht ins eigene Wohnzimmer scheißen. Ja. Also die wollen sich ja nicht ihre eigene Community fürs Hobby kaputt machen. Nee. Und das ist super angenehm. Und ich glaube, gerade bei diesen organisierten Turnieren ist das alleine schon von vornherein, der ganze Anmeldeprozess und so weiter, ist jetzt nicht super kompliziert. Aber wenn du da einfach nur zum Abhaten hinfahren willst, dann machst du dir nicht die Mühe. Das hat, und ich glaube auch, dadurch, dass ja auch, also generell, das Hobby ist ein absolutes Dorf. Gerade so in Deutschland und so. Also ich glaube, jeder, der so ein bisschen irgendwie mal auf Turniere fährt, die jetzt nicht vielleicht im näheren Umkreis sind, da kennen sich dann fast alle irgendwie. Ja. Und ich glaube, und das Ding ist ja auch, dass ja auch die Leute meistens immer dieselben Leute auch Turniere organisieren. Ja. Und gerade jetzt so in der letzten Zeit kann ich mir auch, also ist es auch, glaube ich, einfach so, dass ein guter TO auch hingeht und erkennt, der ist unangenehm. Und den dann auch darauf anspricht. Ne? Ja. So, wenn da zwei, dreimal das Feedback kam, ne, oder auch reicht wahrscheinlich schon einmal, ne? So einmal das Feedback kam, der ist halt ein Arsch, ne? Irgendwie so, das ist, war super unangenehm. Die merken das ja, die laufen ja rum, die gucken sich den Tisch an, die gucken, wie die Leute drauf sind. Ne? So, dann wird der auch, ich sag jetzt mal, getadelt. Ja. Ne? Oder der darf halt nicht mehr mitspielen. Ne? So, wenn du dich nicht benimmst, dann bist du halt raus. Und das ist einfach so eine natürliche Selektion, die da passiert. Ja. Und die wahrscheinlich jetzt auch schon halt länger stattfindet. Weshalb wir eigentlich das Glück haben, dass wir wahrscheinlich in so eine schon so, wie als ob so ein See so schon so halb fast ausgeräumt wurde vom ganzen Plastikmüll. Und wir sind jetzt so, wir können jetzt richtig schön so in den schönen, fast sauberen See rein. Und einfach Urlaub machen. Und andere Leute haben halt die ganze Arbeit gemacht und den Plastikmüll aussortiert. Ne? Also, das ist doch eigentlich ein schöner Abschluss für das Thema. Ja. Ich habe tatsächlich noch relativ viel dazu. Ich auch. Das sprengt jetzt aber ein bisschen den Rahmen. Ja. Also, wir können ja beim nächsten Mal von dem Turnier jetzt am Samstag berichten. Mhm. Und dann würde ich sehr gerne nochmal darüber sprechen, was Turniere generell für das Wachstum des Hobbys und auch für die Richtung, wie das Hobby sich entwickelt, geht reden. Stimmt, ist eigentlich ein eigenes Thema, ne? Genau, gerade jetzt Organized Play kommt zurück von Games Workshop. Ja. Das wird super interessant. Vielleicht gibt es in den nächsten Wochen da auch noch mal die ein oder andere Info mehr. Mhm. Und da kann man schon mal sagen, das werden wir auf jeden Fall noch mal anschneiden. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr so generell über Turniere denkt. Ne? Ja. Und so, was eure Meinung ist. Haben wir vielleicht so ein bisschen euch das jetzt schmackhaft gemacht? Ne? Seid ihr so, seid ihr einfach, ja, geh mir weg mit der Scheiße oder sonst irgendwas? Ne? Ja. Schreibt es auf jeden Fall rein, weil je nachdem finden wir da auch noch ein paar echt interessante Impulse, die wir vielleicht auch in Part 2 des Talks mit reinnehmen können. Auf jeden Fall. Weil wir jetzt hier, wir haben das Patreon-iPad vergessen. Wir haben das Patreon-iPad. Ja. Können wir dann einfach... Wie lösen wir das Problemchen? Die Götterstimme rufen. Mit einem Wölkchen. Mit einem Wölkchen. An dieser Stelle vielen Dank an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paint-Warlocks, und zwar Argentum, Balti, Diamond, Freddy, Frederick, Goblin Lord, Kurugawa,
Marvin, Philipp, Shailin, Alec Light, Armin, Freckel, Gregor, Guano Master, Gunni, Halim, Hopfi, Kilian, Lord Sicilius, Matthias, Mellis, Michael, Michael, Nagashur, Nörgel, Patrick, Pingu Tobi, Roderick Mortals, Leibnir, Sumsi, Sören, Theodenatas und Ulrich. Götterruben? Ja. Ich finde Götterruben, das heißt, klingt auch so gut. Ja, Götterruben? Der Götterruben. Götterspeise. Ich hab mir dich eher vorgestellt wie diese Babysonne von Teletubbies. Ja. Dass du so ein leuchtendes Rubengesicht bist. Das finde ich gut. Also oder wie in dem Meme-Video. Mit dem, kennt ihr das, wo die Sonne so aufgeht und die ganze Zeit schreit? Ja, ja, bei Rick and Morty ist das. Achso, ach, das ist gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Meme von dem Ding. Jetzt findest du es nicht mehr so witzig. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch geht mit den Patrons, deswegen versuche ich noch ein bisschen. Ja, ich würde auch sagen, wir strecken das einfach noch ein bisschen. Aber ich finde es krass. Wir haben jetzt eine Stunde schon über das Thema geredet, ne? Mhm. Und eigentlich sind wir ja gerade mal bei der Hälfte. So ja, da können wir definitiv noch einiges zu machen. Also, wenn wir ein Podcast wären, dann wären wir die Radio Nukular des Hobbys. Also, weil der Hobby-Podcast, weil die reden auch einfach immer so. Die haben einen Adam Sandler Podcast gemacht, der geht 6 Stunden. 6 Stunden? 6 Stunden. Okay, oh Gott, krass. Okay, das will ich nur bei Adam Sandler. Das will ich niemals machen. Wir haben gar nicht unsere Affiliate-Links und so genannt. Und wenn man halt so. Ja, also es gibt noch Affiliate-Links. Ja, stimmt. Genau, ja. Kann man klicken. Genau, klickt ihr drauf und dann wenn ihr darüber einkauft, dann zahlt ihr keinen Cent mehr, unterstützt uns aber dabei. Ja, und denkt dran, wenn ihr Twitch-Abonnent oder Patron seid, verlinkt das auf jeden Fall mit unserem Discord-Server. Dann kriegt ihr nämlich im VIP-Channel 4% extra Rabatt beim Taschengelddieb und 5% extra Rabatt bei PK Pro. Das lohnt sich. Vielleicht haben wir dann auch schon den neuen Rabattcode von Games Island. Werden wir dann sehen. Werden wir dann sehen. Oder habt ihr den auch? Oder vielleicht gibt es den auch dann beim nächsten Mal erst. Vielleicht gibt es den auch dann erst dann. Aber dann wisst ihr, es wird angegeben. Ja. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch lange genug. Ich muss jetzt auch malen fürs Turnier. Und ich muss Pipi. Ja, ich muss voll dringend Pipi. Alles klar. Ja.